Hallöchen und willkommen zurück zur letzten Folge Pioneers of Pagonia. Das war alles so nicht geplant. Es ging jetzt schneller als gedacht. Deswegen bitte ignoriert gleich mein Gefasel von wegen, ich mache jetzt hier Schluss und so. Das stimmt nicht. Das hier ist die letzte Folge Pioneers of Pagonia. Bleibt gerne dran. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis dahin. Macht's gut. Noch ein Steinbruch. Noch ein Steinbruch. Können wir jetzt hier oben mit hinsetzen. Kostet natürlich 4 Nadelholzstammen. Ja, wird der jetzt dort reingesetzt. Mann, das ist jetzt hier fertig. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Wir arbeiten jetzt hier nur noch ab und ich kontrolliere immer wieder, aber ich habe nichts, wo ich mir Sorgen mache. Ich denke, wir werden gleich jetzt noch Soldaten und ähnliches ausbilden müssen. Da werde ich ein bisschen schauen, dass ich das organisiere, dass die Werkzeuge gefertigt werden und so weiter und so fort. Aber ich wüsste nicht, was jetzt noch kommen soll. Es sei denn, man wird wegen Lehrzwecken irgendwie auf eine andere Insel noch teleportiert. Aber ich denke nicht. Schon süß aus mit den Schatzkisten. Ja, da weiß ich gerade noch nicht, was ich machen soll. Wir müssen jetzt auf die Schmelzhütte und hier oben auf den Steinbruch warten. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ist hier eigentlich auch eine Katze an dem Haus? Sieht nicht so aus. Wir können ja auf Katzensuche gehen. Ich weiß, dass es einige Katzen hier gibt. Aber nicht, wenn ich sie suche hier. Den Proviantmacher sieht man super selten von vorne, weil ich den rücklings gebaut habe. Aber ich sehe keine Katze. Ach, hier liegen jetzt die ganzen Bögen, Sichel, eine Axt, ein Hammer, eine Schaufel und wie heißt das Ding hier? Hacke. Was ist das? Ein Messer? Ja, ich meine, ich habe schon mal viel mehr Katzen gefunden. Wo sind die jetzt alle? Die sind jetzt alle weg? Ihr habt nichts zu tun. Macht mal ein bisschen mehr. Baustelle ist fertig. Und
Hier wird gerade angefangen, aber der geht ja relativ schnell, wie es aussieht. Der ist recht schnell gebaut. Eine Schatzkammer müssen wir bauen. Machen wir gleich. Machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Oder? Damit morgen noch was Neues passiert. Etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Ach, ihr habt hier schon... Ihr habt gar kein Lager. Doch, ihr habt hier das Lager. Aber ja, die haben ja gerade was abgeholt. Die können wieder 3 Stück abbauen gehen. Stimmt, die Armen. Deren Lager ist super weit weg. Steinbruch brauchen wir gerade nicht. Oh, was ist denn jetzt passiert? Wir haben schon zu viel fertig. Ah, okay, dann machen wir nächste Folge. Dann das Finale. Oder ziehe ich jetzt einfach durch? Und weil ich, weiß nicht, wie viel das jetzt noch ist. Ich ziehe jetzt einfach durch. Also es könnte sein, falls ich hier irgendwie einen Cut mache, gibt es halt gerade mal kein Hallo. Aber ich weiß nicht, wie viel Content ich jetzt hier noch habe. Die Schatzkammer. Hier. 16 Werksteine und 12... Machen wir die Schatzkammer hier auf das Zipfelchen Insel, damit die richtig gut von Piraten erreicht wird. Ich finde, das ist eine gute Idee. Lagert Münzen und andere Wertgegenstände, um die Moral der Truppen zu stärken. Hat Platz für bis zu je 16 Stück von bis zu 7 verschiedenen Waren. Ja, dann lassen wir das einfach offen für alles. Wir sind offen für alles. Na, guck mal da jetzt hier noch ein bisschen zu. Wir hätten die Windmühle und Bäckerei noch gar nicht bauen müssen. Aber wir haben das ja alles schon gemacht. Deswegen sind wir jetzt in den Aufgaben so gesprungen. Und ich sehe hier oben, es fehlen nur noch 0,6%. Die von dieser Insel nicht entdeckt sind. Und das ist wahrscheinlich hier ein Zipfel. Hier vielleicht noch ein bisschen Strand. Und hier? Ist nicht mehr viel. Oh, was? Oh. Ups. Das sah jetzt ungünstig gelaufen. Komm alle nicht vom Schiff. Weil hier... Leder gebracht wird. Aber der Stau sollte sich gleich auflösen. Die einen bringen Leder und die anderen nehmen es schon wieder mit. Ja, ist gleich. Hat sich gleich aufgelöst, der Stau. Entspannt. Doch nicht. Doch, nee. Entschuldigung, es stellt sich immer mehr an.
Dauert hier noch einen kleinen Moment. Obwohl, nee, geht jetzt los. Die Planierer sind da. Oder sind das nur die, die... Ja, die bringen bloß... Da ist Planierer. Kein Problem. Oh, sie haben einen neuen Weg gefunden. Kreisverschlussverfahren, guck mal. Die Pagonia kennen das. Einer geradeaus, einer abbiegen. Einer geradeaus, einer abbiegen. Zwei abgebogen. Einer geradeaus, zwei geradeaus, einer abgebogen. Ja, so ein bisschen Reißverschlussverfahren. Funktioniert hier. Die Zimmerer sind unterwegs. Beobachten wir mal ein bisschen. Wo sind sie denn, die Zimmerer? Mein Ausgangslager ist voll. Da sind sie. Ja, die standen mit im Stau. Handwerker heutzutage, ne? Ich komme immer zu spät. Oder man kriegt gar keine Termine mehr. Ich springe auch ein bisschen in der Zeit, ne? Gerade habe ich gesagt, guck mal damals, unsere Pagonia. Nee, ich habe gar nicht gesagt damals. Ich habe nur gesagt, unsere Pagonia kriegen wir es hin mit dem Reißverschlussverfahren. Nur wir nicht. Nadelholzbalken sind auch gleich alle da. Das sieht auch gut aus. Okay, jetzt geht's los. Zimmerer sind da. Ich hätte natürlich, was ich hätte machen können, noch mehr Zimmerer und sowas ausbilden, damit wir einfach mehr haben. Aber ich habe ja selten so viele Bauprojekte auf einmal. Deswegen reichen ja eigentlich die, die wir haben. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob es gegebenenfalls irgendwann noch ein bisschen komplexer wird mit... Du musst erst alle Bauarbeiter ausbilden, bevor du überhaupt irgendwie was machen kannst. Und die, vielleicht sind die auch irgendwann müde oder so. Ich weiß es nicht. Aber aktuell haben wir ja tatsächlich von allen Gewerben genügend Bauarbeiter da. Und wir haben... die 900er Bevölkerungsgrenze erreicht. Hier steht halt auch schon so ein bisschen ein Ausblick, ne? Welche Voraussetzungen man braucht für Neugeborene. Das haben wir ja gerade alles noch nicht zu berücksichtigen. Genussmahlzeiten, Qualität. Na gut, du wirst halt, wenn du mehr Fleisch verarbeitet hast, wahrscheinlich eine bessere Qualität haben als durch Bären oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Die Kupfermünzen und Silbermünzen können ja hier mit eingelagert werden. Immer 16 Stück.
Er los, die letzten 7%. Möchte dabei sein, wenn unsere Schatzkammer eröffnet. Zwei müssen den ganzen Schluss machen hier. Ja! Und direkt werden Sachen geliefert. Es läuft wie am Schnürchen hier. Oh, und unsere letzten Aufgaben sind Silbermünzen und Kupfermünzen einzulagern. Und das passiert ja quasi gerade schon. Und dann sind wir durch. Das ging jetzt heute fixer, als ich gedacht habe. Hätte ich vielleicht in meiner letzten Aufnahmesession schon machen können. Schön, dass man das dann hier sieht, was hier drin ist. Bring jetzt erst alle Kupfermünzen, das wäre natürlich lustig. Naja, wir haben ja noch einen Moment Zeit. Aber dann nutze ich den Moment tatsächlich, um mich langsam zu verabschieden. Es war ein schönes... Also ich habe es ja damals angespielt genannt, ne? Ich habe jetzt quasi das Tutorial beendet. Ich lasse es trotzdem bei der Bezeichnung... Oh, hier kommen Silbermünzen. Bei der Bezeichnung angespielt. Ich werde mir das Spiel definitiv nochmal anschauen, wenn es full released ist. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das mit euch mache oder ohne euch. Das muss ich noch entscheiden. Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Also habe ich ja eigentlich nicht bloß angespielt, sondern ich habe durchgespielt. Juhu, Konfetti! Ja. Ich verabschiede mich dann heute von euch aus diesem angespielt, aus diesem Let's Play, wie auch immer. Ich regel das jetzt im Nachhinein mit im Schnitt mit meinem mit meiner ne, dass ich hier mich nicht verabschiede und so. Ich regel das jetzt gleich noch. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns früher oder später auf diesem Kanal wieder. Ich glaube, ich weiß auch schon, welches Projekt ich als nächstes angehe. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt direkt im Anschluss an Pioneers of Pagonia seht oder später oder so. Ich weiß es nicht, aber ich habe da was im Blick. Lasst euch überraschen. Und dann, ja, bis zum nächsten Projekt, falls ihr Lust habt. Und habt jetzt noch einen schönen Tag. Bye, bye. Und es ist schön, dass ich gewonnen habe. Gibt es jetzt hier noch eine Feier? Oder war das Feuerwerk die Party? ja, also. Ich winke euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.